Es ist so, dass Riedel dafür sorgt, dass ich mit meiner Familie sein kann, mal so ganz blöd gesprochen. Ich stecke die Ohrhörer an, ich nehme den Helm auf, ich mache den Motor an. Ich bin auf der Strecke, es ist nachts, aber wir sind verbunden alle miteinander. Durch die Riedellösung weiß ich, was machen die anderen Fahrer, wie geht's am Team. Keine Ahnung, einer sagt zum Beispiel, ja hier an der Kurve so und so auf einem anderen Teil der Strecke, da regnet es schon, das habe ich mitgeteilt. Die nächsten Pläne, wie viele Runden man noch fährt, das ist einfach ein gutes Gefühl. Es ist nicht alleine und da wir ja ein Teamsport sind, sind wir alle die ganze Zeit miteinander verbunden. Für mich der größte Thrill ist, wenn die Ampel auf grün geht und du bist in einem Feld und um dich herum sind lauter Leute, die ähnlich schnell sind wie du und du fährst volle Rotze mit kalten Reifen und heißem Kopf in die Kurve. Das ist also, ich finde, es gibt kaum was das kickt wirklich extrem. Natürlich, Motorsport ist gefährlich, sollte es natürlich nicht sein, aber allein die Tatsache, wie viel Energie man aufbringt, um eine Person und das ganze Gerät außenrum und eine gewisse hohe Geschwindigkeit eine Straße entlang zu stürmen, noch dazu mit ganz vielen anderen Teilen, mit Anpressdruck und so weiter, dass das Auto nicht zum Flugzeug wird und dann schön auf der Straße bleibt. Wenn da was kaputt geht, dann müssen natürlich Sicherheitsmechanismen greifen. Der klassische Käfig, in dem man hier quasi eingeschweißt ist, ist ja zum Beispiel so ein Ding. Leichtbauteile, die sich lösen vom Auto, Sicherheitsgurttechnologie, Helme, Hans und so weiter. Und auch Kommunikation ist wichtig. Etwas, was früher eben, da gab es eine Boxentafel, da wurde rausgehalten, wie schnell man gefahren ist in der letzten Runde. Und das war es dann schon. Aber heute kommt es vor, keine Ahnung, ich habe ein Problem mit dem Motor. Ich habe irgendwie einen unnatürlichen Wert, den kann ich durchgeben. Ich kann erzählen, könnt ihr schon mal in zwei Runden nochmal eine extra Pulle Kisten Wasser hinstellen, weil ich so durstig bin. Das Team kann mir sagen, wo ich in welcher Position bin. Das Team sagt mir auch schon im Vorfeld, bevor ich es überhaupt sehe, an welchen Gefahrenstellen zum Beispiel eine gelbe Flagge raus oder Code 60 ist. Vor allem hier am Nürburgring ist das eine große Herausforderung, weil das ist alles Vulkaneifel hier. Sprich, wer hier mit dem Handy unterwegs ist, weiß, da kommt auch mal oft vor, dass man keinen Empfang hat. Ein Radarschatten fällt hier, ein Radarschatten fällt dorthin. Die ganze Abdeckung von Kommunikation, Informationstechnologie rund um den Ring ist eine Mammutaufgabe. Und da sind wir aber zum Glück alle sehr gut versorgt.